diese drei Funktionen solltest du auf jeden Fall eines CRMs, diese drei Funktionen eines CRMs solltest du auf jeden Fall nutzen, wenn du effizient, schnell ans Ziel kommen willst, als Sales oder Vertriebler. Los geht's. Die erste Funktion ist automatisierte Follow-up-E-Mails. Also du musst nicht unbedingt jede E-Mail entweder, also grundsätzlich mal nicht neu schreiben in Standardsituationen, in einem Standardprozess, wie zum Beispiel eine Follow-up-E-Mail. Die musst du nicht mal sozusagen, also da gibt es ja Vorlagen, vielleicht nutzt du schon Vorlagen, aber den automatischen Versand, der ist vielleicht noch nicht als Workflow definiert in deinem CRM, falls du überhaupt eins nutzt schon. Viele nutzen ja kein CRM und das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr, sehr vorteilhaft ist. Die zweite Sache ist, dass du im CRM eine Funktion drinnen hast, wo, sagen wir, wo es dir erlaubt, dass du die über künstliche Intelligenz deine E-Mails so anpasst, dass du immer zum richtigen Zeitpunkt die E-Mail versendest. Der dritte Tipp ist, dass du E-Mails zum richtigen Zeitpunkt nicht nur sendest während der Woche, also sozusagen nicht nur am richtigen Zeitpunkt, was den Tag betrifft oder so mal den Sales-Intervall, sondern auch die Uhrzeit. Ja, weil es gibt natürlich ganz bestimmte Uhrzeiten. Du sagst, ab 17 Uhr nachmittags werden die E-Mails viel, viel heftiger gelesen oder früher morgens, also wie während des Tages, weil die meisten Leute, Entscheider und so weiter, natürlich dort mit anderen Dingen beschäftigt sind. Also all diese Dinge kannst du natürlich automatisiert in deinem CRM eben festlegen. Und das wären meine drei Tipps. Super wichtig, wenn du die implementierst in deinen Alltag oder so in deinen Workflow so mit einbaust, automatisiert, dass du das nicht mehr, dass es einfach von alleine läuft, mehr oder weniger. Es muss dann auch nicht mal super perfekt sein vom Timing und so weiter, aber es wird dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit abnehmen, wenn du, wovon ich ausgehe, dass du mehrere Dutzend, vielleicht sogar hunderte Kontakte, Accounts, Kunden gleichzeitig betreuen musst. Das waren meine drei Tipps für heute. Ist eigentlich eine ganz einfache Sache heutzutage mit den Tools, die es gibt am Markt. Nur viele, viel zu wenig verwenden es eigentlich noch. Und deswegen hier, um darauf hinzuweisen, dieses Video. Und ich würde einfach davon ausgehen, dass du dich dafür auch interessierst, dass du effizienter, schneller arbeitest und einfach mit weniger Arbeit grundsätzlich mehr erreichst. Wahrscheinlich, wenn du Angestellter bist, dein Vorgesetzter auch, oder wenn du Selbstständiger bist, ist es sowieso immer dein Ziel, dieses zu erreichen. Wenn du also noch mehr Tipps erhalten willst, dann abonniere den Kanal, wenn du es hier auf YouTube zum Beispiel siehst, das Video, oder schau mal von meinen kostenlosen Videoserien vorbei oder auch bei meiner Akademie. Ja. Oder buch einen Termin. Ja. Dann können wir uns darüber nochmal unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Happy Hunting.